Der Sport ist für mich eine Art von Meditation oder ja, Auszeit. Man, sicher, ich mache Leistungssport, da geht es jetzt nicht darum, okay, wie entspanne ich da jetzt am besten dabei, aber im Endeffekt, wie ich 12 war oder wie das dann mit der Behinderung fortschreitend war, ja, ist im Endeffekt der Boden unter meinen Füßen weggefallen und der Sport war so ziemlich das Einzige, was halt irgendwo geblieben ist. Natürlich, es gibt Tage, wo du denkst, boah, das ist das Coolste, oder sagen wir prinzipiell ist es der coolste Job, was man haben kann, aber halt auch noch, wenn es läuft. Und sagen wir, wenn viele Sachen im Umfeld nicht passen oder ja, wenn wieder irgendwie eine Steine herkommen, dann kann es auch sehr, sehr mühsam oder krampfhaft sein. Natürlich, es ist jetzt nicht der Job für jeden. Also es gibt jetzt nicht ein Wochenende, wo du jetzt sagst, na, jetzt lege ich mich auf die Couch und jetzt mache ich gar nichts, sondern das gibt es einfach nicht. Kommen halt, sagen wir, im Alltag natürlich extrem viel oder in jedem Lebensbereich so extrem viel Probleme oder Hürden, die was du halt auch zuerst einmal überwinden musst. Wie gesagt, ich bin meistens die Sportlerin oder die Behinderte, aber dass ein Mensch dahinter nur ist, der was eigentlich Bedürfnisse wie jeder andere hat oder ja, auch vielleicht nicht nur jeden Tag über Behinderung reden will, sondern es gibt ganz viel mehr Gemeinsamkeiten, was man miteinander teilen kann. Ich war höchst suizidal vor einigen Jahren. Also ich habe über 30 Versuche. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich es überlebt habe. Und ja, deswegen erinnert mir mein Hund irgendwo jeden Tag an die Freude des Lebens. Und deswegen bin ich irgendwo besessen davon, dass ich sage, er ist Teil von mir und ich brauche ihn irgendwo jeden Tag. Mir gefällt ehrlich gesagt das Wort Inklusion schon mal nicht. Weil ich sagen muss, warum brauchen wir Inklusion? Kann nicht einfach jeder Mensch so sein, wie er ist. Jeder hat irgendwo seine Stärken und seine anderen Seiten, wo man sagt, naja, die sind halt einfach da. Es geht nicht um eine Behinderung, es geht um eine Hautfarbe, Orientierung oder Religion. Egal was, aber es soll nicht immer nur irgendwo diese Anderwertigkeit im Vordergrund stehen, sondern einfach mal deine Stärke. Jeder Mensch hat ja, ob man mag oder nicht, einen gewissen Respekt, Würde und Anerkennung verdient. Und ob es jetzt ein Sportler ist, ein Politiker oder einfach ein ganz normaler, einfacher Mensch. Ich glaube, jeder soll irgendwo zu einem gewissen Grundsatz gleich behandelt werden. Einfach ja, diese gewisse Grundrespekt, Akzeptanz und Würde jemand anderen gegenüber zu haben, ist, glaube ich, sehr viel. Mein Lieblingsbuch ist nach wie vor Mama Mu. Ich liebe es. Na, ja. Also ich sag mal, bildungstechnisch habe ich schon weiterentwickelt, aber ja. Und sicher, man muss dann lernen, mit der Zeit einfach extrem viel mit Humor zu nehmen und zu sagen, ja, es ist halt einfach so. Ich glaube, das Positivste für mich war, dass ich wirklich dann in die Para-Community irgendwo gefunden habe und da irgendwie sicher mal Zeit gebraucht habe, aber einfach auch meine Behinderung zu akzeptieren. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, es ist so und es bleibt ein Leben lang so. Ich bin sicher nach wie vor dran und drauf zu sagen, ich möchte wieder sehen und ich möchte auch irgendwann einmal mit meinem Auto ja, vorne einen Führerschein haben und irgendwo ja, mit meinem Hund quer durch die Gegend düsen. Das ist halt irgendwo so mein Ziel.